Ein herausforderndes Jahr 2017, ein Jahr mit unglaublich vielen neuen Entwicklungen. Zusammengefasst würden Sie sagen, der Hauptknackpunkt ist, dass die Orientierung zum Konsumenten fehlt. Wieder mal ein hartes Jahr, wieder mal ein herausforderndes Jahr. Ich meine, ich wiederhole mich jetzt fast schon wieder wie zum letzten Interview. Es sind wieder dieselben Probleme wie letztes Jahr. Das ist die Kommunikation. Wie soll der Juwelier das kommunizieren? Ich denke eher, dass die Probleme wo ganz anders liegen, also viel tiefgründiger. Aber wir wiederholen uns wieder. Heißt, Topseller haben die meisten nicht. Ich habe da einen schönen Vergleich. Wir können gleich auch über Amazon reden. Amazon ist wie Maschinengewehr. Die schießen seit Januar wie ein Endlosmagazin Ware und Topseller raus und verkaufen die. Der Juwelier wartet auf die Nogenta. Der Key-Account wartet auf die Nogenta. Dann ist die Nogenta, dann sagt man, ja, kommen Sie vorbei. Dann kommt man vorbei, dann ordert man, dann ist schon März. Aber seit Januar verkauft Amazon die erste Charge schon in den Markt rein. Wir sind nicht bei Amazon, aber bei allen Marken. So, dann wundert sich der Juwelier im März, hoppla, wieso wird das jetzt nicht so angenommen? Ja, weil die ersten schon bedient wurden. Unterlager, Stock, es ist ein viel tiefliegenderes Problem, also mit diesem Umsatzrückgang, den wir auch spüren, auch ich in meinen eigenen Geschäften. Wir haben den. Stationär schwierig, ist echt schwierig. Klar ist, die Frequenz sinkt. Für was entscheiden Sie sich? Für den höheren Bon oder für mehr Artikel? Für den richtigen Artikel. Für den richtigen Artikel. Was bringt es mir, wenn ich ein teures Produkt baue und keiner es will? Sondern wir als Hersteller müssen noch spezifischer researchen. Wir müssen online dazu benutzen, um zu sehen, was möchte der Endkunde haben? Was braucht der? Das kann der Juwelier nicht machen, das müssen wir machen. Also das machen wir auch. Teuer ist keine Lösung, weil teuer, wenn es nicht läuft, dann ist es egal. Billig, wenn es nicht läuft, wird es auch nicht gekauft. Wir Hersteller, wir müssen noch tiefer, wir haben doch deswegen zum Beispiel in unserem Streben nach Neuheiten etwas verändert in unserem Unternehmen. Wir machen nur noch einmal im Jahr eine Neuheitenkollektion. Das heißt, wir machen nicht mehr zweimal im Jahr Neuheiten, wir machen einmal im Jahr Neuheiten, dass wir einfach 6 Monate mehr Zeit haben, Produkte zu testen, um dem Handel sinnvolle Produkte zu geben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ich jetzt 100 Neuheiten bringe, weiß kein Mensch, ob die funktionieren. Aber sie blockieren, wenn sie nicht verkauft werden. Also mache ich lieber weniger und seltener und lasse einfach den Markt sich wieder erholen. Denn der Markt wurde in den letzten 5 bis 6 Jahren überschwemmt mit Uhren, Schmuck, mit allem Möglichen. Und wir brauchen noch mal mindestens 5 Jahre, bis dieser Markt wieder bereinigt ist. Also es ist nicht nur online, es ist nicht nur Information an den Endkunden, es ist auch das Problem, dass einfach unsere Juweliere viel zu viel Ware in den Läden haben. Und es ist eine Flut von Waren, die immer wieder neu kommen, auch jetzt auf der Messe. Es ist schön für neue Ideen, aber wir brauchen wirklich so die Zeit. Wir brauchen die Zeit, um Sachen auf sich zu entwickeln zu lassen. Aber das ist ja ganz entgegengesetzt von der Marktentwicklung. Die Marktentwicklung ist schneller und schneller. Aber das haben wir die ganze Zeit gemacht und wir haben jetzt ein Problem, dass wir jedes Jahr 30% Minus machen. Geht so nicht weiter. Also Entschleunigung. Ich gebe Ihnen zurück zu, wie wir vor 10 Jahren waren. Müssen wir tun, entschleunigen, ja. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Rosefield, planten wir Neuheiten einzuführen bei Schmuck. Haben wir gecancelt aufgrund von Entscheidungen auf der Messe. Wir haben gesagt, du, der Markt ist zu voll. Wir bringen die Neuheiten erst zu Weihnachten. Wir werden die Kollektion, die eigentlich neu ist, die ist jetzt 8 Monate alt, die Schmuckkollektion von Rosefield. Und läuft gut, aber wir sind noch nicht mal bei allen Kunden drin. Und jetzt schon wieder Neuheiten zu bringen, das überfordert. Das überfordert uns im Product Management, um gute Produkte zu bauen, aber es überfordert auch total den Einzelhändler mit seinem Warenlager. Denn da sehe ich auch ein Riesenpotenzial, um Verbesserungen zu ermöglichen. Aber da hat er noch nie gelernt, das Altlager richtig abzubauen. Also das merken wir ja bei Marken wie ja. Pandora, Icewatch, Thomas Sabo, ja. Können wir alles nennen. Wie um Himmels Willen schafft es der Juwelier, sein Altlager loszuwerden? Vor allem in Zeiten, wo Amazon mit Neuware sogar rabattiert winkt. Ja, wie schafft es der Juwelier, sein Lager zu entschleunigen? Das weiß ich nicht. Also ich kann sagen, wie wir es versuchen in unserem Laden, einfach mal einen Einkaufsstopp für 6 Monate oder für 3 Monate zu machen. Hatten wir letztes Jahr gemacht. Wir haben letztes Jahr im September einen Einkaufsstopp bis Oktober in meinen eigenen Filialen. Was sagen die Marken dazu? Ja, die sind nicht glücklich, aber das ist ja nicht interessant, was die sagen, sondern interessant ist doch, wie ich meinen Laden wieder auf Vordermann bekomme. Und wie kriegen Sie dann Frequenz? Indem ich mir überlege, was tue ich in meinem Ort dafür. Fangen wir mal so an. Um Frequenz zu haben, die hatten wir mal, um die zu behalten, sollte ich die Ware da haben, die der Kunde verlangt. Das hat sich nämlich etwas verändert. Es hat sich nämlich das verändert, dass wir bis dieses große Online-Thema war, ich nenne wieder Amazon, weil das ist einfach der größte und der stärkste, unser größter Mitbewerber. Nein, der wird uns einfach immer mehr wegfressen. Komme ich wieder auf mein Maschinengewehr. Der liefert jeden Tag die Artikel, die der Kunde will.
Und früher war es halt so, ein Kunde kommt in den Laden, der fragt nach einem Artikel. Ich habe ihm den gezeigt im Katalog, weil ich ihn halt mal nicht da hatte. Ist ja auch schwierig, so viele Artikel immer da zu haben. Und dann hat er gesagt, ja, will ich haben. Dann habe ich den bestellt, sage ich, ja, in 1 bis 2 Wochen kommt der. War okay, das ist nicht mehr so. Der kommt jetzt nur noch rein, zeigt mir ein Bild mit Mobile und sagt, hast du den? Dann sage ich, nee, ja, okay, danke, ciao. Ich habe gar keine Zeit zu ihm sagen, ich kann ihn dir bestellen, er geht. So, und deswegen, wenn wir schon Frequenz haben und wenn wir die behalten möchten, dann muss ich diese Teile da haben, die der Kunde will. Das heißt, ich muss mich im Internet informieren, was wird gekauft, mit Lieferanten. Wir geben das Preis. Wenn uns einer fragt, helfen wir dem. Sagen wir, diese Artikel sind ganz klar stark. Also eine Bestsellerliste. Wobei, ganz interessant, unsere Bestsellerliste, die wir so auswerten, ist ein bisschen konträr zu dem, was der Fachhandel so als Bestseller uns schickt. Na, nur so als Tipp. Also wirklich auf uns zukommen und auch andere Firmen können das immer. Wir können ja den Leuten sagen, was stark läuft und dann einfach das einstellen und dann einfach so Neuheiten wirklich bedacht nehmen. Mehr auf die Bestseller setzen, weil dadurch behältst du die Traffic, wenn du sie schon mal hast. Wenn du sie verloren hast, musst du viel tun, um sie wieder zu bekommen.